Und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke. Heute machen wir mit dieser Arena in Blütenburg City weiter, wo im letzten Part Stolrak gestorben ist. Ja, rest in peace. Was für eine Scheiße. Ja, wieder mit Icebro und heute geht's um das Thema Gamescom. Also nicht die nächste, weil wir nehmen das noch vor der nächsten Gamescom auf. Ich weiß ja auch nicht, wie die nächste wird. Aber ja. Ich kann nur sagen, ich werde am Donnerstag da sein. Das Ticket hängt gerade hier an meiner Pinnwand, die ich hier gerade anstarre. Ja, hast ja schon ein Ticket bestellt, ich muss mir noch einen bestellen. Lol. Ein P. Typ normal? Ja. Okay. Ab der 6. Gen ist dann Fee. Ja. Also es geht eher um die... Was genau... Warum finden wir zum Beispiel... Wie finden wir die Gamescom an sich, die Veranstaltung? Finden wir sie gut? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Finden wir die Gamescom gut? Was sind unsere Erfahrungen? Ich war ja schon zweimal da, Iceborne. Ich war nur einmal. Ja, aber dann kannst du mal erzählen, so wie du es fandest. Also, ich fand es erstmal gut, dass es so viele Spiele gab. Ja, ich konnte mich nicht mehr entscheiden. Es gab sogar Spiele von, die halt schon, ja, draußen waren. Und Spiele, die halt noch nicht draußen waren, wie... Beispiel The Legend of Zelda, Triforce Zero, Star Fox Zero, Super Mario Maker, was gibt's denn noch? Aber das war doch letztes Jahr gar nicht draußen. Was? Super Mario Maker. Das kam doch im September. Ja. Ja. Aber es gab halt schon ein paar, man konnte es halt schon ein bisschen anzocken. Ja, das ist klar. Es war aber auch nur so eine Demo. Ja. Aber es war schon nice. Nur, was mich bloß gestört hat, ist, ich konnte kaum was spielen, ja. Es gab eine zu hohe Warteschlange, also krasse Warteschlange, besser gesagt. Und ich konnte, wie gesagt, fast nichts spielen. Und ja, das hat mir dann halt den Spaß verdorben. Ja, also zu der Warteschlange, ja, es war sogar letztes Jahr relativ okay. Also zum Beispiel Smash Bros. Vor 2 Jahren, wo man für Smash Bros. U dran anstehen musste. Das hat 4 Stunden gedauert. Und ja, im letzten Jahr gab es sowas nicht mit 4 Stunden. Das ist aber auch gut so. Ich musste 180 Minuten lang anstehen, um Mario Maker anspielen zu können. Ja, ich habe da auch sehr, sehr lange gestanden. Ich auch. Aber... Mir taten schon die Füße weh. Ja, war okay. Ja, ich war da schon dann am Sitzen irgendwann. Den Leuten in der Warteschlange war es so langweilig, die saßen und haben ein bisschen 3DS gezockt, so. Ja, machen viele. So richtige Nintendo-Sucht hieß. Aber das ist cool, solche Leute zu treffen. Vor allem, weil man die im Real Life jetzt nicht wirklich so oft antrifft, eher nur so Call of Duty-Kiddies. Das stimmt. Ja. Gut, ich habe mir natürlich auch in beiden Jahren die Konkurrenz angeguckt. Und ja, da kann ich mal was zu FIFA sagen. Ich habe vor 2 Jahren FIFA 15 angezockt, vor einem Jahr FIFA 16. Wenn man mir gesagt hätte, das ist das gleiche Spiel, ich hätte es geglaubt. Wirklich, das hat sich... Da waren kaum Unterschiede. So Kleinigkeiten, auf die du gar nicht achtest, das waren Unterschiede da. Womit sie geworben haben. Generell finde ich ja FIFA nicht so gut. Ich habe ja auch mal in MK8 Parts meine Meinung viele zu sagen, FIFA gesagt. Viele sagen, dass FIFA eines der besten Games wäre, aber FIFA ist ultra scheiße. Ja, also klar, also ich mag jetzt FIFA nicht, hat eine gute Grafik, das muss man schon lassen, aber so, ich bin kein FIFA-Fan, überhaupt nicht. Ja, FIFA ist der letzte Dreck. So, ja. Da finde ich Pokémon kreativer. Ja, stimmt, finde ich auch. Zumal es jedes Mal neue Pokémon, zwar auch andere Pokémon, aber also die alten Pokémon der ersten Gen zum Beispiel jetzt. Warum sollte man die denn rausnehmen? Das wäre ja voll dumm. Ja, ich meine, das ist voll unnötig. Ich meine, jetzt nur neue Pokémon einbauen ist jetzt auch ein bisschen langweilig. Die alten... Ja, nur machen sie ja nicht. Das ist ja dann nochmal komplett, das sind komplett andere Spiele dann nochmal. Was Pokémon angeht, ist die 6. Gen die größte. Also hat man die größte Auswahl an Pokémon. Ja, ist ja auch klar, ne? Da sind jetzt halt alle Pokémon von Gen 1 bis 6 versammelt und ja, aber manche, das Aussehen der Pokémon, also manche Pokémon, naja, es ist so, naja. Ich kämpfe gegen meinen Vater. Oh, shit. Ah, du kämpfst schon gegen deinen Vater? Mhm. Ich bin dein Vater, Icebro. 4 Pokémon hat er.
Auf Level 27. Ja, gegen Feuer können wir nicht groß was machen. By the way, heute ist, Nee, hilft gegen Feuer nicht. Nee, keine Pflanze. Nee, im Gegenteil. Im Gegenteil. Nee, alles gut. So. By the way, heute, ist Splatoon ein Jahr alt geworden. Stimmt, 29. Mai. Mhm. Ja, da wisst ihr mal, wann wir das aufnehmen. Ich bin schon krass im Voraus, ne? Ja, stimmt. Jedenfalls... Also... An deine Gamescom fandest du es halt negativ, dass man so lange warten musste, ne? Ja, genau. Ist aber auch so klar bei dem Ganzen. Was ist das jetzt für... Mich hat das so aufgeregt, das hat mir ein bisschen den Tag verdorben. Was ist das jetzt wieder für ein Pokémon hier? Gekkabor, das ist der Pflanzenstarter. Den habe ich auch. Bei Pflanze hilft nix, was wir haben. Ne, Gift hilft auch nicht. Ja, haben wir nicht. Ach so, der. Ja. Ach, wir den haben ja Gewaldro, das ist doch die Weiterentwicklung, oder? Ja. Ja, den haben wir. Die letzte Entwicklung sogar. Genau. Ja. Alter, was soll denn das? Ja, also meine Erfahrungen, klar, Schlange, aber es ist auch irgendwie klar, dass da so viele Leute sind. Mhm. Deswegen versuche ich mein Glück dieses Jahr nochmal. Ja. Aber ich war auch immer sonntags da. War sehr voll. Dieses Mal bin ich donnerstags da. Heißt auch kein. Eventuell sollen die Leute wie EPM und sowas sehen. So Nintendo. Ja, wird glaube ich cool. So auf der Nintendo-Bühne, so, keine Ahnung. Das wär lustig, wenn ich dich treffen würde. Ja, sowas kann passieren. Also diesmal bin ich halt am Donnerstag da. Diesmal bin ich am Wochentag da. Bin auch mal gespannt. Oh, warte. Alter. Warte. Chill mal. Da bin ich auch mal gespannt, wie es an einem Wochentag dort aussehen wird. Ich muss jetzt weg. Ich muss jetzt weg essen. Ich komme gleich wieder. Oh, alles klar. Später. Ja, Hyperheiler. Nee, da ist der Supertrank. Ja, also an einem Wochentag ist schon ganz cool. Ist schon, also er wird bestimmt ganz cool. Generell finde ich die Gamescom ist eine super Veranstaltung. Man kann da hingehen. Für jeden Mann, der irgendwie Games mag, egal welche Richtung, ne? Hab mir auch die Konkurrenz angeguckt. Da, keine Ahnung, wie es da mit den Schlangen ist. Bestimmt auch so. Also bei FIFA war das schon krass. Mit den Schlangen. Es war schon ziemlich krass. So. Aber das ist doch der vom Typ Flug, das weiß ich. Alter, lass mich in Ruhe! Nein! Was für ein Arschloch! Paraheiler, 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 hallo, 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 Paraheiler. Oh, und dann muss ich noch einen Supertrank verpfeifen. Weil der wird... Alter! Nein, 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 kein Volltreffer. Wer ist das, ein Critical Hit? Der könnte mich mit einem Critical Hit jetzt umbringen. Deshalb Supertrank, Supertrank, Supertrank. Wo ist er? Hallo? Dankeschön. Junge, chill mal, chill mal, chill mal. Der zieht mir fucking... Aber das ist doch effektiv, das ist doch effektiv. Es trifft schon mal, yes? Der ist auf Level... Alter. Warum denn nicht? Was ist Latia? Ich dachte, der wäre vom Typ Flug. Ja, super. Oh Mann. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Nee, das ist ja ein Psycho-Pokémon. Oh Mann, 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 Mann. Der ist doch vom Typ Psycho. Ist er vom Typ Feuer? Ich meine, er kann Feuerrodem. Oh, warum muss Iceborne jetzt verschwinden? Meine Fresse. Alter. Im letzten Part Latios und jetzt Latias, ne?
So. Meine Fresse. Drache und Psycho. Bei Drache hilft Psycho, Psycho, Psycho. Psycho. Nein, nein, nicht Psycho. Ich habe mich verlesen. Eis. Nein. Und weh. Oh Mann. Bei Psycho hilft's. Ja. Haben wir nicht. Käfer haben wir nicht. Geist haben wir nicht. Unlicht haben wir alles nicht. Pflanze hilft auch nicht. Alter. Dann muss ich Ruckzuckieb machen. Muss ich Ruckzuckieb machen. WTF. Ah, gegen Psycho hilft Psycho. Nee, 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 eben nicht, eben nicht, eben nicht. Wie zieht den Ruckzuckieb ab? Alter, chill mal dein Leben. Oh mein Gott. Der muss raus. Wer ist auf dem höchsten Level hier? Benjamin. Oh nein. Nein, er kann Feuerrode. Nein, 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 nein. Ich muss irgendwen opfern. Ich muss... Warte. Das kann hier sehr, sehr lange dauern. Warte, habe ich auch noch irgendwas, was irgendwie heilt? Warte. Habe ich noch irgendwas? Oh Mann, Alter. Ist hier noch irgendwas, was ein bisschen mehr heilt? Nee, ich habe nur noch den Supertrank. Ach du Scheiße. Was für eine Scheiße, ey. So. Bitte triff. Dankeschön. Wir werden es schaffen, wir werden es schaffen. Natürlich! Fuck! Paraheiler. Der letzte. Ach du Scheiße, Alter. Wirklich, dass der mir hier nochmal so Probleme macht. Na klar. Natürlich, ein Volltreffer. Alter, wie oft willst du hier noch einen Volltreffer machen? Ich werde den hier opfern müssen, ich sag's euch. Du und deine Volltreffer, du Wichser, Alter. Ja, wie oft kann er das denn noch einsetzen? Wieso denn? Nein! Okay, ich weiß jetzt nicht, ob er mich mit... Nee, ich glaube, er könnte mich nicht mit Volltreffer umbringen. Natürlich. Natürlich. Der muss jetzt raus. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Sehr riskant jetzt. Sehr riskant, weich reinzuschießen. Ja. Es war eigentlich klar, dass es mit weich nicht klappt. Fuck! Ich habe keinen Bock, Benjamin reinzuschicken. Ich muss ihn zum Pennen bringen.
Alter! Oh Mann. Ja, es ist sehr, sehr riskant, Benjamin reinzuschicken, weil wenn der stirbt, dann raste ich aus. Was bin ich mit Schiller? Oh Mann, 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 Leute, 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 Leute. Was mache ich, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Mal Kokowai rein. Obwohl, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Er kann Hypnose. Triff! Ja, das ist ein Fehler. Nee? Okay. Na klar. Bitte! Das war die Chance. Was ist Latias für ein Dreckskerl? Alter! Ich muss Danger opfern. Ich muss Danger opfern. Wie oft kann er noch Feuerrodem einsetzen? Verdammte Scheiße. Moment mal. Hilft Käfer nicht? Hilft Käfer nicht? Wer ist schneller? Wer ist schneller? Wer ist schneller? Alles klar. Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe keinen Trank mehr. Du hast keinen. Und Weich ist gestorben. Was? Weich ist tot? Ja. Rest in Peace, Weich. Käfer, doch, Käfer hilft gegen Psycho. Aber bin ich schneller als Latias? Ich weiß es nicht. Käfer hilft gegen Psycho? Ja, steht hier. Das ist echt krass. Käfer. Ja, hilft gegen Psycho. Käfer, Geist und Unlicht. Also er wird mich mit Feuerrodem umbringen, das ist klar. Aber der hat jetzt schon sehr, sehr oft Feuerrodem eingesetzt. Hm. Wirklich, nachdem du gegangen bist, geht hier schon der Kampf die ganze Zeit weiter. Die ganze Zeit. Warte, du bist nochmal bei der 5. Arena? Ja, ja, das ist das Poké von meinem Vater. Also, Alter. Wer kam denn bisher alles dran? Also, So sieht's gerade aus. Nach Und ich habe keinen Trank mehr. Nach Igelava, wer kam dran? Ja, Latias. Ach so, Latias ist der Zweite. Ja, oder der Dritte, weiß ich nicht. Ich glaube okay, aber, dann, der Zweite. Dann hab ich nichts verpasst. Ah, eigentlich schon gewaltig. Ja, wie kann ich sehen, ob ich schneller bin? Weil, Also Danger wird sterben, das ist klar, aber ich könnte hier... Geh mal auf Pokémon. Ja, ja, und dann hier... Bericht. Ja, Bericht, genau. Wo sehe ich jetzt meine Schnelligkeit hier? Da, bei den, zurück. Ja, genau. Und jetzt bei Status. Da. Initiative 61. Ach so, ja, es ist gut. Nee. Mal, naja, hängt davon ab. Kann ich auch die Initiative von Latias nachgucken? Nee. Dann google ich die jetzt. Sorry, aber... Alter. Scheiße. Googlest du das auf dem Handy? Tablet. Latias, ich habe hier schon offen einen Beitrag zu ihm. Wo steht denn hier irgendwo seine Initiative? Irgendwo. Fangen, Zucht, Training. Nee. Ich gebe jetzt einfach Latias Statuswerte ein. Latias Statuswerte, okay. Scheiße, Initiative 110. Alter. 110, das Vieh ist schnell. Also richtig. Ja. Scheiße. Warte, hier stehen die Level. Oh, ab Level 30 ist es 71 bis 99. Und ab Level 20 ist es auf 29.
Da ist es bis 67. Bis 67. Und er hat 61. Also die Chance ist relativ groß, dass wir schneller sind. Okay. Dann behalt ihn. Behalt ihn. Greif einfach an. Falls er stirbt, es tut mir leid. Und wenn die Attacke daneben geht, wie es ganz oft mit Ruckzuck-Keep eben passiert ist. Bitte triff. Nein. Nein. Er hat echt höher. Nicht Gewaltdruck. Nein. Also hat er ungefähr 67. Warum? Oder sind die Starten anders, weil es ein Randomizer ist? Zwei Pokémon in einem Part gestorben. Das wird sehr kritisch hier. Ja, der muss eigentlich schneller sein hier. Aber ich habe keinen Bock, Raichu zu opfern, ehrlich gesagt. Soll ich Benjamin reinschicken? Ich mach's jetzt einfach. Mach's ja einfach. Do it. Wie viel KP hat der? 81, ich dachte, da stand 31. Soll ich mal Schlafpuder versuchen? Mach. Feuerodem. Ja, natürlich, als ob Schlafpuder daneben geht. Bodyguard. Ist aber schon. Schleier. Oh Gott. Hör Alter, auf! Wenn Benjamin jetzt verreckt, ne? Alter, die Pflanzen-Pokémon sind so gearscht, das ist unfassbar. Fuck. Doch. Arschloch, Mann, Alter. Ja, Benjamin wird. Was soll ich machen? Coco ist paralysiert, Retter ist auch gleich am Sterben. Ich will nicht, dass hier die Nuzlocke jetzt ja, der ist locker tot. Oder ne, der lebt noch. Aber er ist paralysiert! Paraheiler sind auch übrigens alle weg. Ja. Aber die Reste finden sie ein bisschen sein KP. Also, Relaxus für seine mega krasse Verteidigung bekannt. Tackle, Amnesie, Einigler, Bauchtrommel. Du kannst deine Verteidigung. Ist Amnesie ein Angriff? Aber nee. Tackle ist ein Angriff, aber das weißt du ja. Und der Rest nicht? Bauchtrommel, soweit ich weiß, auch nicht. Nee, doch, ich glaube, Bauchtrommel ist ein Angriff. Nee, Bauchtrommel, das habe ich einmal eingesetzt, dann bringt er sich selbst um. Und so ziemlich. Ach, komm, weißt du, den brauche ich nicht mehr. Nassmacher. Der spritzt erstmal rum. Stärke des Feuers wurde geschwächt. Wisst ihr, wir versuchen es immer einfach mit Schiller, weil er sich ganz Zeit selber heilt. Boah. Ah, Schluckfehl, gut. Oh, das auch. Ich verstehe nicht, warum die Attacken jetzt auf einmal so krass verfehlen. Ich meine, Ruckzuckieb und Tackle sind Attacken, die zu 100%... Ich weiß es auch nicht. Entweder wurde deine Genauigkeit... Ich glaube einfach, es liegt an... Nicht Paralyse, weil sonst kommt diese Meldung. Ich glaube, es liegt einfach an seinem Bodyguard oder so. Ich weiß es nicht. Aber dann steht er, wurde von Bodyguard geschützt. Ach, keine Ahnung. Oh, das liegt in der Paralyse. Das kann auch sein. Leute, was ist das für eine Folge? Als ob Chiller... Wenn wir die ganze Zeit so weitermachen, wird es irgendwann passieren, dass Chiller den umbringt. Ich sag es euch. Guck mal, der hat gleich wieder komplette Heilung. Aber ich glaube, er kann Feuerrodem nicht mehr, weil er macht es nicht mehr. Aber er hat schon so oft eingesetzt. Wie viele AP hat Feuerrodem? Das muss ich jetzt auch nachgoogeln. Ich glaube 5 oder 10. Ja? Dann hat er das nicht mehr. Niemals hat er das. Der hat es viel zu oft eingesetzt. Auf jeden Fall 10 Mal. Bestimmt 15 Mal. Was ist hier los? Steht das hier irgendwo? Irgendwo? Ja, beim Status werden vielleicht irgendwo. Warte, hier, ja. Warte, Attacken. Feuerrodem. AP 20. Oh, das könnte aber sein, dass er die schon 20 Mal eingesetzt hat. Aber erstmal lasse ich noch Chiller drin. Okay. Genauigkeit 100%. Willst du mich verarschen? Lol. Alles klar.
Ich glaube aber echt, er hat kein Feuerrotem, sonst hätte er es schon längst gemacht. Mhm. Geil, und in 47 Minuten ist mein PC aus. Als ob Chiller den jetzt umbringt, ohne Spaß, das wäre doch die größte Scheiße, die sie jemals gegeben hat. Ich glaube, das wird echt so. Es wird dann auch darauf hinauslaufen. Ja. Weil er hat... Ich werde auf gar keinen... Ich traue mich nicht, Pikachu reinzutun. Weil Chiller wäre nicht so schlimm, wenn er stirbt. Bei Raichu wäre das viel, viel schlimmer. Ich würde ausrasten, komplett. Es läuft echt dann auch hinaus. Oh, komm. Wie viel AP hat das? Okay, 35. Das sollte eigentlich reichen. Yes. Ich glaube, er hat echt kein Feuerrotem mehr. Ich dachte auch, das wird sich eventuell so begeben, dass es hier noch zu Verzweifler kommt, aber... Kann auch sein, er setzt ja nur Bodyguard ein. Er setzt nichts mehr andere. Er setzt gar nichts an. Wenn das hier passiert, er ist auf 29 und er ist auf 16, ja? Ich glaube echt, dass es so kommen wird. Lel! Na, muss es jetzt nicht hinauszögern, Junge. Er hat auf gar keinen Fall Feuerrode mehr, sonst hätte er schon längst getan. Diese scheiß Paralyse regt auch auf. Was ist denn hier los? Bring ihn doch um! Der ist saugefährlich, der Typ, wirklich. Oh, endlich! LOL! Chiller, du bist bekommt Beste. Der massig EP. Lächerlich eigentlich. Ja. Ratfratz. Jetzt kommt wenigstens was Chilliges. Zwei sind gestorben. Junge, guck dir mal die Werte an. Alter, fast. Retter, Coco und Benjamin sind ja fast tot. Und Chiller ist der Einzige, der noch voll KP hat. Alles klar. Soll ich den jetzt drin lassen bei. Ja, Ratzfratz, komm. Den sollte ich. Das ist sein letztes Pokémon. Dankeschön. Auf Level 31. Lol. Alter! Nee. Etwa. Krass. Der dritte Pokémon ist jetzt auch schon weg. Alter, was ist das denn? Deine Armee geht ja den Bach runter. Coco Retter und Benjamin. Was ist stärker? Warte. Was ist stärker? Wo steht denn die Stärke der Attacken? Wo steht die Stärke der Attacken oder ist es alles gleich? Warte. Geh weiter. Stampfer. Weil was ist stärker? Konfusion oder Stampfer? Soweit ich weiß, Konfusion. Ja, denke ich auch. Bring ihn nicht um. Nein! Seit wann kann er denn Energiefokus? Komm, triff! Wisst ihr was ich jetzt mache? Das fällt mir erst jetzt ein. Lol. Oh mein Gott! Der ist auf Level 43. Nee, Coco, weil... Und zwar... Genau, nee, warte. Ja, Statusprobleme eines Pokémon werden behoben. So. Dankeschön. Ich bin schneller. Nein, bin ich nicht. Fuck. Aber es ist nur... Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Bring ihn um. Oh! Nein! Es heilt sich. Wie krass denn? Nee, jetzt auch nicht Coco, bitte nicht.
Nein. Nein! Fick dich, Ratzfratz. Fick dich. Nein, 4 Pokémon sind schon besiegt. Fuck! Ja, ich verliere das zweite Leben. Wegen einem Ratzfratz. Okay, ich bin schneller. Ja! Ich hätte das von Anfang an tun sollen, glaube ich. Jetzt hast du 4 Pokémon. Jetzt haben die 4 Pokémon. Jetzt hat dein Vater hat 4 Pokémon auf deinem Gewissen. 4! Du bist nicht mehr mein Vater, du Hurensohn. Balanceorden. Gib den fucking Orden, verpiss dich von hier. Ja, Schnauze. Ist das Surfer? Nee, das ist. Surfer ist eine VM, Junge. Fassade. Und wo krieg ich Surfer her? Vielleicht von dem. Er hat etwas für dich. Ich entführe mal Rack. Was? Ich glaube, er gibt jetzt Surfer. Oh, wie viele Pokémon haben wir jetzt? 3? Und davon. 2. 2 Pokémon. Ja. Von der Backup. Von der Backup-Box. Alter. Nee, wir haben Kokowai, Raichu und das und. Alter! Das Latias, das hat mich komplett zerstört. Aber was hätte ich denn groß machen sollen, Leute? Bitte, bitte sag mir, dass es Surfer ist. Es ist Surfer. Gut, weißt du warum? Dann können wir nämlich im nächsten Part Pokémon fangen. Ja, bei den ganzen Wasserrouten. Warte, pack die. Ich will noch sehen, wie du die Pokémon in der Box packst. Das will ich noch sehen. Ey, Hockey, ich brauche gleich einen neuen Rahmen für das Let's Play. Ich glaube, die Rest in Peace Box wird langsam zu voll. Alter. Nee, Pokémon ablegen. 4. Wer ist zuerst gestorben? Zuerst ist Weich gestorben. 4 Leichen. Danach ist. Danger. Danger gestorben. Danach ist Relaxo gestorben. Danach ist dann. Benjamin gestorben. Alter, 2 Pokémon! Boah, so viele Leichen, Alter! So viele Leichen! Du warst zu schwach! Du warst nicht lange dabei. Du hast das Latias umgebracht, deshalb fettes Dankeschön an dich. Und Junge, du hast mich eigentlich. Weißt du, Benjamin war eigentlich der. Da hatte ich nur 2 Pokémon. Da hatte ich Voltenso und Raichu. Und dann kam Benjamin, dann hat er mich gerettet. Weißt du, Latias, ich bin froh, dass ich dich nicht fangen durfte, du Arschloch. Weil dich will ich nicht. Aus Würde. Ach du Scheiße. Alter. Jetzt habe ich noch mehr Bock auf Pokémon Nuzlocke bekommen. Ach du Scheiße. Ja. Boah, hast jetzt 3 Pokémon zumindest. Hey, besser als gar kein. Heile die lieber erstmal. Das wäre, glaube ich, nicht so. Was kann ich dafür, dass der Part jetzt wieder 40 Minuten lang ist? Alter. Dieses Let's Play könnte Until Dawn langsam toppen, habe ich das Gefühl. Hier passiert einfach zu viel Scheiße. Vor allem 4 Leichen an einem Part, das ist so übel. Weißt du, wir haben 20 Parts Ruhe und dann sowas. Alter. Erstmal warte. Welches Level ist der? 21, der kommt nach vorne. Okay. Der ist ungefähr, er ist fast auf dem gleichen Level. Ich bin aber froh, dass ich nicht das zweite Leben verloren habe, sonst wäre ich echt am Arsch. Ja. Boah. Wow. Beenden wir die Folge, weil ich muss jetzt weg. Ja, ja, ich kaufe mich hier nur noch voll und dann ist gut. Yep. Mein PC gibt Alter. Auch gleich den Geist auf. So. Ach du Scheiße. Lol, ach Topschutz gibt's ja auch nicht, ja dann.
Im nächsten Part sehen wir, wie es hier weitergeht. Ich habe keinen Plan. Ciao. Ciao.